Kriechbaum für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Noch ein bisschen runter. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eines ist doch klar. Wenn Präsident Erdogan so weitermacht, können wir nicht so weitermachen wie bisher. Gestern hat die Europäische Kommission ihren Fortschrittsbericht vorgelegt. Und er ist ein Fortschrittsbericht für ein Kandidatenland, wie er desaströser nicht sein könnte. Die Türkei bewegt sich mehr auf die Ausgangstüre zu den Verhandlungen zur Europäischen Union hin, als zur Eingangstüre der EU. Das muss uns besorgt machen, weil die Leidtragenden sind am Ende die Menschen, die Bürger, die Zivilgesellschaften, was ja auch Frau Roth gerade beschrieben hat. Doch bevor wir Schlüsse ziehen, müssen wir natürlich auch überlegen, wo wir stehen. Und Fakt ist, dass wir uns in der Europapolitik, in der Außenpolitik alle gegenseitig brauchen. Das wird in der Tat deutlich bei dem Flüchtlingsabkommen. Und man kann viel darüber klagen, schimpfen, aber Fakt ist auch, dass dieses Flüchtlingsabkommen wirkt und die Flüchtlingszahlen massiv nach unten gegangen sind. Die Schlepper- und Schleuserkriminalität wurde bekämpft und wirksam bekämpft. Und das war genau auch das Ziel dieses Abkommens. Wir wollten nicht, dass sich diese Organisationen an dem Leid der Menschen eine goldene Nase verdienen. Wir haben bislang noch nicht erwähnt, aber auch die Verhandlungen mit Zypern. Wir stehen vor einer ganz entscheidenden Phase, die es immerhin erlaubt zu sagen, dass wir der Wiedervereinigung Zyperns so nahe gekommen sind wie in den letzten Jahren nicht mehr. Auch dafür brauchen wir eine Türkei. Wir brauchen die Türkei in der NATO, was schon angeklungen war. Das alles ist richtig. Aber wir können natürlich nicht die Augen davor verschließen, was tatsächlich passiert. Das Verhalten gegenüber oppositionellen Kräften, der Zivilgesellschaft, Kurden, Minderheiten, Journalisten, Parlamentariern und damit Kollegen kann so nicht stehen bleiben. Es ist inakzeptabel. Und wenn Parlamentarier verhaftet werden, sie ihrer Stimme beraubt werden, dann ist es unser Job, ihnen eine Stimme zu geben. Denn erst stirbt die Pressefreiheit, dann stirbt die Meinungsfreiheit und somit am Ende die Demokratie. Es ist aber die Demokratie mit Frieden, mit Freiheit, mit Rechtsstaatlichkeit, die zu den Kernwerten der Europäischen Union gehören. Deswegen müssen wir schon allein im Interesse anderer Kandidatenländer hier Reaktionen zeigen. Was sollen denn Länder denken wie Montenegro, wie Serbien und alle, mit denen wir in Verhandlungen stehen, wenn wir hier bei diesen Vorkommnissen in der Türkei geradezu nicht oder nur schleppend reagieren, aber auf der anderen Seite von all den Ländern, mit denen wir verhandeln, härteste Bedingungen einfordern, was ja auch richtig so ist. Deswegen kann ich eins zu eins unterschreiben, Herr Außenminister, was Sie auch an Maßnahmen jetzt gerade geschildert haben. Was wir umsetzen sollten und auch für diese Signale sind wir Ihnen als Parlamentarier dankbar. Ich hätte mir bei dem Fortschrittsbericht, der gestern publiziert wurde, der Europäischen Kommission aber noch etwas mehr gewünscht. Wir gewähren den Kandidaten Vorbeitrittshilfen. Diese Vorbeitrittshilfen dienen dazu, dass diese Länder sich Schritt für Schritt an die Standards der Europäischen Union annähern können. Das ist in der Förderperiode, wie man es etwas technisch nennt, 2014 bis 2020, immerhin ein stolzer Betrag von 4,4 Milliarden Euro. Ich wäre jetzt nicht dafür, diese 4,4 Milliarden Euro, zumal sie ja auch schon zum Teil geflossen sind, in Toto einzufrieren. Aber ein Drittel davon ist reserviert für den Bereich der Förderung von Justiz und von Rechtsstaatlichkeit. Mit diesem Geld werden junge Richter ausgebildet, Staatsanwälte ausgebildet, genau jene, die letztlich Herr Erdogan im Rahmen seiner Säuberungsaktion aus dem Amt gehoben hat. Das ist schon eine politische Veruntreuung von EU-Geldern. Und deswegen muss man an dieser Stelle reagieren und wenigstens diesen Teil der Mittel einfrieren. Das sind Signale,
wie wir sie brauchen. Wir brauchen natürlich auch die Signale an die Zivilgesellschaft. Hier können wir auch als Parlamentarier viel tun. Mehr denn je in die Türkei reisen, auch wenn der Reiseetat des Deutschen Bundestages zurzeit etwas unter Druck steht. Aber diese Reisen machen Sinn. Mehr denn je sollten wir das tun. Und deswegen lassen Sie mich abschließend auch sagen, in dem Moment, und das klang schon mehrfach an, wenn die Türkei ihrerseits jetzt noch weitergeht und vor allem Herr Erdogan, weil wir zwischen dem Land, den Menschen der Türkei und Herrn Erdogan auch differenzieren müssen und die Todesstrafe einführen sollte im Rahmen einer Verfassungsreform, dann in der Tat macht es keinen Sinn mehr. Da sind wir letztlich auch uns gegenüber schuldig, auch unseren Werten, die wir zu verteidigen haben. Ein Land, das die Todesstrafe einführt und damit offensichtlich von den Werten der Europäischen Union abkehren möchte. Das in der Tat hat keinen Platz mehr in Europa. Das sind wir uns, aber auch den anderen Ländern, die in die Europäische Union hinein möchten, schuldig. Herzlichen Dank. Sevim Dagdelen hat als nächste